Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Tina Hermann liegt bei der WM in Whistler auf Goldkurs. Urheberrecht Getty Images. Tina Hermann führt nach dem ersten Tag der Skeleton-WM in Whistler vor zwei Landsfrauen. Es folgt eine Deutsche, die jetzt für Tschechien startet. Die deutschen Skeleton-Frauen greifen bei der WM in Whistler nach einem historischen Dreifachsieg. Ex-Weltmeisterin Tina Hermann führt auf der schnellen Bahn in Kanada nach zwei von vier Läufen schon recht deutlich vor Titelverteidigerin Jacqueline Lölling. 35 Hundertstelsekunden trennen Deutschlands Top-Athletinnen. Auf Rang 3 liegt überraschend Sophia Griebel mit bereits 0,82 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Drei Starterinnen aus derselben Nation auf dem Podium wären ein Novum in der Geschichte der Skeleton-WM. Seit 2000 werden Frauenrennen ausgetragen. Die Entscheidung fällt am Freitag ab 21:30 Uhr mit. Dann muss sich das Trio vor allem einer ehemaligen Teamkollegin erwehren. Auf Rang 4 liegt ebenfalls unerwartet Anna Fernstedt 1,01, die bis zu den Winterspielen 2018 für den deutschen Verband startete. Anschließend kehrte sie nach Tschechien zurück in die Heimat ihrer Familie und startet in Whistler nun als Anna van Stetova. Nur auf dem fünften Rang liegt Gesamtweltcupsiegerin Jelena Nikitina 1,09. Die Russin legte zwar zweimal die deutliche Startbestzeit hin, leistete sich aber zwei schwache Läufe.